geht es diesem Volk? Immerhin ist die Besatzung schon seit 6 Jahren. Das macht unheimlich mürbe. Die Menschen sind in einem sehr desolaten Zustand und wir haben versucht, vom ersten Moment, wenn der Vorhang aufgeht, diese sehr desperate Situation der Menschen zu erzählen. Das Stück spielt ja eigentlich in einem Wald und wir haben sehr bald entschieden, dass wir im Grunde die Enge, in der sich die Menschen befinden oder dieses Eingesperrtsein auch räumlich erzählen wollen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ein öffentlicher Raum, der schon in unterschiedlicher Weise genutzt wurde. Und über die Art des Zustandes, den wir hier sehen, kann man, glaube ich, ein Gefühl dafür bekommen, wie lange diese Situation schon anhält und wie ausweglos sie ist. Die Diskrepanz ist da. Die Musik ist wunderschön und stellenweise unheimlich manipulativ. Also der Guerra-Chor ist eines der besten Chorstücke, die man so kennt. Und man möchte eigentlich sofort mitschreien. Und das ist moralisch natürlich eines der schrecklichsten Schlachtrufe überhaupt. Gesagt, glaube ich, müssen die Bilder nicht schön sein. Die Musik ist das schon. Die Musik ist sehr, sehr berührend. Und das ist vielleicht auch die Chance, weil die Geschichte ja sehr krass ist, dass über dieses Berührende und über dieses sehr Einfühlsame man diesen Charakteren nahe kommt. Heute würde man sagen, es ist ein klassischer Rollenkonflikt. Also sie ist Politikerin, sie ist religiöse Anführerin und sie ist Mutter. Und in jeder dieser drei Positionen ist sie schon unheimlich gefordert. Und jetzt die Überlagerung dieser verschiedenen Bereiche führt eigentlich unausweichlich zum Dilemma. Sehr große Chorszenen, Massenszenen. Und dann ist es ja so, als ob man wie mit einem Fokus, wie mit einer Kamera auf einen kleinen Ausschnitt dessen zoomt. Und das ist hier die Norma mit all ihren Nöten und Ängsten und Wünschen und Sehnsüchten. Und dann zieht man die Linse wieder groß und wie soll man sagen, multipliziert das jetzt auf die ganze Masse. Und dadurch hat sozusagen das Einzelschicksal natürlich immer Auswirkungen auf die Gesamtheit. Dann kommt da, glaube ich, schon auch dazu, dass die Norma an sich eine sehr moderne Figur ist in ihrer Überforderung, eben durch diesen Rollenkonflikt, in diesem alles zu wollen und auch auf nichts verzichten zu wollen. Ich glaube, das betrifft sowohl die Frauen als auch die Männer, alles haben zu wollen und dann aber auch das Gefühl zu haben,
nichts wirklich zu schaffen oder in keinem Bereich wirklich gerecht zu werden, das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen unserer Zeit.